Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Buzzy X. Und Buzzy X hat mir auch eine schöne E-Mail dazu geschrieben, beziehungsweise zwei E-Mails. Ich werde jetzt so ein bisschen zusammenfassen und hoffe, ich kann für euch die alten Informationen rausfiltern und euch nur die aktuellen Sachen vorlesen. Ich versuch's einfach mal. Hallo Dandy Mann, als erstes muss ich einfach Danke sagen für deine Serie. Die eingesendeten Zoos sprühen voller Ideen, in Klammern, davon habe ich auch einige übernommen. Und die Zoos sind unglaublich. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese zu präsentieren. Heute möchte ich dir meinen Park zur Verfügung stellen, in Klammern bewusst nicht Zoo genannt. Willkommen im No-Name-Zoo. Ich hoffe, du genießt die Tour, meine persönlichen Highlights, der Park, die hängenden Gärten, das Elefantenhaus und die Zugfahrt. Dann kommen wir noch zu der neueren E-Mail, da hat er noch ein paar Sachen hingeschrieben, die sich geändert haben, nämlich unter anderem Änderung des Terrassencafés und kleine Detailarbeiten. Außerdem hatte sein Zoo vorher einen Namen, aber mittlerweile hat er keinen Namen mehr, denn er hatte die coole Idee, dass wir zusammen einen schönen Namen für ihn finden könnten. Also er hat geschrieben, ich würde mich freuen, wenn du gerne auch mit deiner Community zusammen einen Namen für meinen Park findest. Wenn nicht möglich, muss ich mir weiter den Kopf zerbrechen. Leute, ich denke doch, wir kriegen das hin, oder? Wir besichtigen jetzt gleich gemeinsam den Park von Buzzy X und dann werden wir bestimmt einen passenden Namen finden. Ihr könnt dann einfach schöne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben und dann können wir ja mit der Däumchenfunktion einfach die guten Namensvorschläge hochvoten und dann finden wir sicherlich für Buzzy X einen passenden Namen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt in den No-Name-Zoo von Buzzy X. Und schon sind wir da. Ich habe übrigens den Zoo geschlossen wegen performance-technischen Gründen. Du hast auch noch in die E-Mail geschrieben, dass du nicht mehr die beste Performance hast. Ich kann dir auch sagen, beziehungsweise ich zeig dir das gleich mal, woran das liegt. So, das Hauptproblem in deinem Zoo wegen der Performance sind die vielen Tiere, weil du hast nicht ausgestellt, dass die Tiere keine Babys mehr kriegen können und dadurch haben die sich wirklich sehr viel vermehrt und da du so viele Tiere hast, leidet natürlich die Performance unter. Ich meine, ihr seht schon hier anhand des Flamingo-Geheges ganz gut. Sorry, dass es jetzt leckt, daran seht ihr einfach, wie schlecht dadurch die Performance wird. Ich habe dann jetzt gleich in dem Speicherstand, wo wir dann so besichtigen werden, da habe ich natürlich jetzt einige Tiere entfernt. Deswegen kann es gut sein, dass man ein Gehege zu wenig Tiere hat, also weniger hat, als du es gerne hättest. Dann sei mir bitte nicht böse. Aber Hauptsache, das Ganze ist gut spielbar. Du siehst ja, wie viele Flamingos das sind. Und das sind nicht mal alle. Hier hinten stehen noch weitere. Hier steht auch alles voll. Also das ist schon echt krass, wie die sich vermehrt haben. Ich kann euch das auch nochmal in einem anderen Gehege zeigen. Das ist nämlich wirklich überall so krass. Seht ihr die ganzen grünen Punkte? Das sind alles kleine Schildkröten. So fällt das gar nicht so doll auf. Aber sobald man hier in diese Tiersicht geht, dann seht ihr, wie viele das eigentlich sind. Das ist schon echt heftig, ne? Und ich habe da wirklich richtig viele von entfernt, damit wir wieder eine gute Performance haben. Du kannst halt entweder die Fruchtbarkeit hier ausstellen oben. Bei Männchen ist es, glaube ich, nur die Möglichkeit. Ah, jetzt habe ich hier natürlich gerade kein Männchen. Ach ne, es sind auch Jungtiere, deswegen geht das nicht. Hier. Genau, Verhütungsmittel anwenden oder entfernen. Hier kannst du es halt einstellen entweder. Oder du gehst einfach hier in die Einstellung und dort kannst du bei Spiel dann auch einfach bei Tiereinstellungen Sachen einstellen. Zum Beispiel, dass, ja, wo haben wir denn hier die passende... Da, hier, das hier. Disable Animal Aging and Birth. Das heißt, Tiere, ja, altern nicht und kriegen auch keine Babys. Kannst du zum Beispiel ausstellen. Also das ist immer ganz praktisch, wenn du dann irgendwann den Punkt erreicht hast, wo du die perfekte Tieranzahl hast. Das heißt, es werden auch zum Beispiel Babytiere, werden nicht älter und sowas. Und dann kannst du immer dann deine zwei Babys pro Gehege haben oder sowas. Das kannst du damit halt alles so ein bisschen selber beeinflussen. Allgemein, diese Funktionen hier sind wirklich super praktisch. Genauso wie die Gästeeinstellung zum Beispiel. Das hattest du jetzt schon auf 500 gemacht, aber ich habe es jetzt ausgestellt, damit wir noch bessere FPS haben. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Das hat bei mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und jetzt können wir endlich dein Zoo besichtigen. So Leute, jetzt können wir aber loslegen. Ich muss allerdings jetzt natürlich sagen, ich habe jetzt schon ein paar Dinge aus deinem Zoo gesehen, weil ich halt die Tiere entfernen musste und dadurch blieb mir halt nichts anderes übrig. Aber ich habe jetzt schon so um die 30 FPS. Also zum Besichtigen ist das ganz gut. Vorher hatte ich irgendwie nur 12 bis 15. Also ich habe es mehr als verdoppelt mittlerweile. Und so ist das Spiel auch wieder spielbar. Und jetzt besichtigen wir mal schön dein Zoo. Ich freue mich schon drauf. Er hat ja leider noch keinen Namen, aber das kriegen wir, denke ich mal, gemeinsam hin, dass wir einen passenden Namen finden. Ah, okay. Wir kommen hier erstmal auf so einen schönen großen Plaza, Eingangsplatz, mit schönen Blumen, bisschen Deko. Ich glaube, diese Dinger sind übrigens standardmäßig hier.
Habe ich schon oft so gesagt, wie süß ich das finde, die Idee, das hinzubauen. Aber die habe ich jetzt schon so oft gesehen. Ich glaube, die sind standardmäßig da. Aber hast du schön gemacht hier mit den Blumen und den Bänken. Doch, was ist denn das? Sind das Lampen? Keine Ahnung, das würde ich gerne mal wissen gerade. Sind das Lampen? Ah, tatsächlich. Okay, das sind Lampen. Mal wieder Tag. Perfekt, weiter geht's. So, hier hast du Kassen. Okay, das heißt, hier stellt man sich an, holt sich ein Ticket. Auch mit schöner Musik. Sehr gut. Zwei Kassen, damit man nicht zu lange anstehen muss. Und hier kann man dann schon reingehen. Okay. Ach, auf der rechten Seite sind auch Kassen. Das ist praktisch. Falls dann mal der Andrang sehr groß ist. Ist auch ein schöner Baustil hier bei dem Gebäude. Gefällt mir. Sehr schön dekoriert aus. Schönes Dach. Das ist sogar so ein geschwungenes Dach, glaube ich, ne? Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Auch diese grauen Wände mit den Dekosachen hier. Und auch sehr schöne Blumenbeete. Cool. Gehen wir mal rein in dein Zoo. Jetzt sind wir offiziell im No-Name-Zoo angekommen. Und hier gibt es als allererstes nochmal ein bisschen Deko und eine Information. Sowas ist natürlich auch immer praktisch. Da kann man sich dann irgendeine Zoo-Broschüre oder so holen. Oder irgendwie so einen... Ich weiß nicht, was das hier sind. Das sind so... Oh, wir gehen einfach mal hier rein. Kein Problem. Das sind, glaube ich, so Headsets, wo man Infos kriegt. Und irgendwelche anderen Dinger, die einem Informationen geben. Und Regenschirme. Sehr praktisch. Auf beiden Seiten auch. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Toiletten. Mal sehen, ob wir Toiletten finden. Oder habe ich die schon verpasst? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben noch nichts verpasst. Du hast hier auf jeden Fall auch einen schönen Springbrunnen gebaut. Oh, wie cool. Das ist toll, das gefällt mir. Schön mit ein paar Bänken drumherum. Und so ein paar Tische, wo man sich nochmal hinsetzen kann, was essen kann. Sich nochmal kurz von der langen Autofahrt oder Anreise erholen kann. Und natürlich plätscherndes Wasser. Das ist schön. Ein simpler, aber schöner Springbrunnen. Und auch diese Kirschblütenbäume, die mag ich auch sehr gerne. Sehr cool. Rundgang. Oh, du hast den Rundgang ausgeschildert. Da stand auch einer in der E-Mail, den habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben oder notiert. Gott sei Dank hast du es ausgeschildert. Habe ich mir nämlich vergessen aufzuschreiben. So, hier haben wir nochmal Bio-Burger. Okay. Und Pink Eyes. Auch schön. Da oben geht's ins Bistro, so wie es aussieht. Also ein bisschen droppen die FPS noch langsam. Also manchmal. Aber es geht noch. Zum Besichtigen reicht es noch aus. Echt schade. Oh, hier sind erst die ersten Toiletten. Oh, es geht ja noch, ne? Auf der anderen Seite waren, glaube ich, auch Läden, ne? Ich glaube, du bist auch so ein kleiner Symmetriefanatiker, habe ich so das Gefühl. Bei dir sind immer alle Seiten gleich, so. Also es ist immer alles gleich gebaut. Habe ich recht? Ich glaube schon. Das werden wir bestimmt noch häufiger sehen. Das hier ist nämlich auch alles symmetrisch hier. Hier geht es mit einer runden Treppe drauf, da geht es mit einer runden Treppe drauf. Und in der Mitte auch nochmal zwei Treppen. Ich meine, ich habe da nichts gegen. Ich finde das ganz schön. Ich mag das auch. Bistro. Gehen wir mal rein. Hier gibt es ein paar Essensläden. Oh, ansonsten gibt es hier gar nichts. Hättest du, glaube ich, sogar noch irgendwie versuchen können, ein paar Tische oder so hinzubauen. Wäre, glaube ich, ganz cool gewesen, wo die Leute essen können. Weil ich sehe jetzt hier so direkt nichts, wo die essen können. Ah, hier können die reingehen. Das ist aber, glaube ich, eher sowas wie ein Bahnhof. Kann das sein? Ich glaube schon. Das ist eher so eine Wartehalle, weil hier vorne sind, glaube ich, sogar zwei Züge. Cool. Hauptbahnhof. Ein roter und ein blauer Zug. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch Zug fahren. Ihr wisst ja, ich bin nicht so ein Fan davon. Weil mir das entweder immer zu langsam ist oder zu schnell geht. Ah, hier gibt es dann die Fahrkarten für den Zug. Das ist aber auch viel bepflanzt. Nicht schlecht, das gefällt mir. Guck mal, hier sind auch Toiletten. Du bist halt wirklich alles symmetrisch. Da sind Toiletten, auf der Seite hier sind Toiletten. Finde ich cool. Mal gucken, ob du das den ganzen Park durchziehst. Wir gehen jetzt mal den Rundgang, würde ich sagen, Leute. Das ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Du hast aber wirklich dir viel Mühe gegeben, was die Bepflanzung angeht. So viele Blumen, wie hier sind. Oh, jetzt droppen die FPS wieder. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es daran liegt, weil durch so viele Blumen bekommt man wahrscheinlich sehr viele Objekte in den Park. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das zu Problemen führt. Kein Durchgang. Okay. Kein Durchgang. Ihr müsst halt auch immer so ein bisschen bedenken, wenn ihr einen Zoo einschickt und der bei euch schon schlechte FPS hat, dann ist die Chance groß, dass er bei mir auch sehr schlechte FPS hat. Und wenn der jetzt so... Oh, schöne Deko. Wenn der jetzt so schlechte FPS hat, dass ich das nicht mal retten kann, indem ich irgendwie Tiere entferne oder irgendwie was anderes mache, dann kann ich den logischerweise auch nicht besichtigen, ne? Dann seid mir bitte nicht böse. Weil was soll ich machen, ne? Wenn der jetzt unspielbar ist...
Das Problem ist auch, wenn man immer so ein bisschen Geruckel drin hat, habe ich jetzt auch schon. Ich finde, dadurch geht echt so ein bisschen diese idyllische Atmosphäre kaputt. Zumindest beim Spielen. Beim Zugucken ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Weil beim Zugucken merkt man das eigentlich nicht so doll mit den FPS. Wenn man jetzt selber die Maus bewegt, dann merkt man schon, wie unflüssig das läuft. Wobei jetzt gerade fühlt sich das auch schon wieder. Das seht ihr, glaube ich, auch, oder? Das ist alles sehr, sehr schön, aber man kann das irgendwie nicht so. Ich glaube, ihr könnt das verstehen, was ich damit meine, ne? Afrika-Haus und Rundgang. Wir bauen für sie. Ich glaube, da hinten. Egal, wir gehen mal den Rundgang entlang. Wir folgen mal den Schildern. Da. Du hast auch, glaube ich, einen sehr eckigen Baustil, oder? Ich habe jetzt noch nicht viel Abrundung gesehen. Aber das spiegelt ja auch dein Symmetriezwang wider. Ist ja meistens so, dass man relativ eckig baut, wenn man symmetrisch baut. Oh, hier ist auch symmetrisch. Ist wirklich alles symmetrisch, oder? Ja, hier oben fährt der Zug lang. Sehr schön. Auch schöne Felsarbeit hier. Coole Brücke. Hättest du vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ausschmücken können, die Brücke. Vielleicht so mit einem Geländer oder so einem kleinen Dach. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt gewesen. Ja, ich glaube, das hätte ganz schön ausgesehen. Hätte sie noch ein bisschen mehr ausgeschmückt. Hier sind nochmal ein paar Läden. Haben wir überhaupt schon Tiere gesehen? Wir sind schon ganz schön lang unterwegs. Oh, hier sind Toiletten sogar eingebaut. Sehr coole Idee. Eine Musik. Hier sind nochmal ein paar Bänke, wo man dann essen kann. Ein Durchgang. Nochmal ein paar Läden. Sehr schön. Bahnhof. Rundgang, Rundgang. Ich denke mal, ich muss geradeaus gehen. Ich habe das Gefühl, dass ich voll viel verpasse, wenn ich jetzt den Rundgangsschildern folge. Kann das sein? Bin mir da gerade ein bisschen unsicher, muss ich sagen. Da geht es auf jeden Fall auch rein. Weiß nicht, ob das so klug ist, einfach dem Rundgangsschildern zu folgen. Ich hätte jetzt gesagt, nee, wir gehen nochmal zurück, Leute. Weil ich glaube, sonst verpassen wir einfach zu wieder. Müssen wir gleich wieder so viel zurückrennen. Wir gehen jetzt einfach mal hier rechts hoch und dann gehen wir einfach in jede Seitenstraße mit rein. Hier geht es nämlich zum Afrika-Haus. Da gehen wir jetzt hin. Ich glaube, das ist keine doofe Idee. So, hier ist auch wieder alles symmetrisch. Wir bauen für sie. Ah, hier geht's ins Afrika-Haus. Auch cool, da gehen wir jetzt rein. Gut, dass ich umgedreht bin. Mal schauen, was uns hier erwartet. Oh, das ist tatsächlich ein riesiges Haus. Ein riesigen Glasdach. Ah, oh, das sind schon die ersten Tiere. Und Bongos, oder? Sind das Bongos? Nee, Niala. Ah, Mist. Die beiden verwechsel ich immer, weil die beide so schöne Streifen haben. Ah, die sind aber auch hübsch, die Tiere, ne? Hammer. Also wirklich cool. Das hier so gewollt mit dem Gras, ich weiß nicht, irgendwie. Bin aber auch nicht so ein großer Fan von diesem hohen Gras in Planet Zoo. Ich finde das immer schwierig zu kombinieren. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Aber hier sieht allgemein noch ein bisschen unfertig und kahl aus, ne? Da hättest du dich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr austoben können mit dem Bodenpainting, dass das nicht so grün überall ist. Einfach mal so ein paar Flecken und so damit rein, dann sieht das alles ein bisschen natürlicher aus. Hier hast du das ja schon ganz schön gemacht. Aber ich denke mal, du weißt, was ich meine. Hier waren, glaube ich, auch mehr Tiere. Also wenn jetzt hier dir zu wenige Tiere sind, dann tut es mir echt leid, aber ich musste halt viele löschen. Weil sonst wäre der Zoo halt nicht spielbar gewesen. Oh, das sind jetzt Bongos, oder? Ja, jetzt seht ihr, was ich meinte. Die haben nämlich auch so hübsche Streifen. Wobei die schon unterschiedlich aussehen. Die sind halt ein bisschen hellbrauner so. Aber auch sehr hübsche Tiere. Ah, hier hast du so ein Haus gemacht, wo man durchgehen kann und da sind relativ viele Gehege. Das Haus schauen wir uns auch auf jeden Fall gleich noch von oben an. Was sind das da unten? Das sind Warzenschweine. Pumba wälzt sich im Schlamm und grunzt. Ist glücklich. Da sind natürlich sehr eckige Gehege dadurch, ne? Weil du einfach so einen Durchgang gebaut hast. Ich meine, das Prinzip finde ich nicht schlecht, aber ich glaube, es wäre noch spannender gewesen, hättest du das irgendwie abgerundet. Ich weiß, es ist immer viel anstrengender, sowas zu bauen. Aber sowas sieht immer cool aus, wenn man bei irgendwie Sachen rund baut oder so. Ist es sowas wie so eine Bananenform zum Beispiel, dieses Gebäude. Das wäre, glaube ich, cool gewesen. Auch wenn das schwierig ist. Haben wir hier Erdfäckelchen? Wo sind denn die?
Jetzt nicht, dass ich hier alle entfernt habe. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Oder hängen die gerade unter der Brücke und schlafen? Könnte ich mir halt vorstellen. Nee. Hä, wo sind die? Ach, die schlafen hier. Ja gut, dann wollen wir die nicht weiter stören, ne? Finde ich aber gut, dass die so einen Rückzugsort haben, wo sie sich auch wirklich vor den Blicken der Menschen zurückziehen können. Können wir hier gar nicht mehr hoch, oder wie? Hier ist doof gelaufen. Ah, jetzt, okay. So, jetzt sind wir durch das Afrika-Haus einmal durchgelaufen. Cool. Wir bauen für sie. Also du hast hier noch was geplant, aber du merkst ja schon, ne? Die Performance bei Planet Zoo, da kann man leider nicht so groß planen. Hier ist übrigens das Flamingo-Gehege, das Böse. Von denen habe ich richtig viele entfernt. Ich meine, es sind immer noch einige da, wie ihr seht. Aber ja, die vermehren sich halt wie die Fliegen, die Flamingos. Genau wie Schildkröten. Das ist halt immer so ein bisschen ein Problem. Ich finde es cool, dass du hier die ganzen Barrieren selbst gebaut hast mit so Felsen. Mag ich immer sehr gerne. Aber es ist auch ein eckiges Gehege, ne? Das ist halt immer so eine persönliche Sache. Also ich bin halt kein großer Fan von eckigen Gehegen und sowas. Also ich würde immer versuchen, rund zu bauen, auch wenn es halt komplizierter ist, als eckig zu bauen. Weil dadurch, das siehst du ja, du hast das hier komplett einfach nur einen Kasten gebaut, ne? Dadurch wirkt das halt alles immer so... Ich weiß auch nicht. Rund ist halt schön. Oder abgerundet ist halt schön. Habe ich jetzt hier was verpasst? Nee. Okay. Dann war es gut, dass ich da durchgegangen bin, durch das Haus. Wir gehen jetzt hier gleich in das nächste Gehege rein. Folgen dem Rundgang. Hinten geht es auch weiter. Auch interessant aus. Egal, wir gehen jetzt zu den Flamingos. Sesam, öffne dich. Und rein in die gute Stube. Flamingos. Oh gut, euch haben wir ja gerade schon gesehen. Hier ist auch eine schöne Brücke gebaut. Oh, die ist sogar für die Gäste. Cool, hier können sogar die Gäste rübergehen. Sehr coole Idee. Guck mal, wie er hier chillt, mitten auf dem Weg. Er ist richtig der Boss. Hier kann man dann auch nochmal nach vorne gehen. Und hier kann man die dann wunderbar beim Schwimmen und beim Essen beobachten. Das finde ich cool. Wie viele Futternäpfe du hast. Damit die ganzen Flamingos, die du hattest, nicht verhungern. Es sind halt immer noch viele, aber ihr habt ja gesehen vorher, wie viele es dann waren. Und zu viele Tiere bringen halt das Spiel auch zum Ruckeln. Oh, hier ist eine runde Brücke gebaut. Das ist cool. Ich finde gleich, so was Rundes macht es gleich irgendwie... ich weiß auch nicht. Vielleicht auch nur mein Empfinden so. Dass runde Sachen schöner sind. Oh. Ist ruhig, Brauner. Befreie dich. Aber cool, hier ist der Schlafplatz dann. Dann kann man die sogar noch beobachten, weil die schlafen ja immer auf einem Bein, ne? Also die schlafen ja im Stehen quasi. Das ist cool. Coole Idee. Auch ganz schön gestaltet hier. Oh, hier führt sogar nochmal der Zug durch. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts verpasst. Hier geht auch ein ganzer Fluss durch. Das finde ich auch cool. Fließt ja halt einmal so komplett entlang. Ganzer Fluss durchs Gehege. Führt der auch noch hier weiter? Ne, hier endet der, okay. Und dann ist hier nochmal so eine schöne Dusche. Cool, das war das Flamingo-Gehege. Ah, ich wollte gerade sagen, Sesam, öffne ich, aber es öffnet sich ja für mich gar nicht. Oh, ein Wasserfall. Cool. Sieht schon alles... Wo geht's denn da hoch? Das ist ja krass. Ich meine, ich habe das beim Tier entfernt schon gesehen, dass da irgendwas groß ist, aber ich habe mir halt... Ich habe halt versucht, mir so möglichst wenig... einzuprägen oder anzugucken beim Tiere entfernen. Sieht aber schon schön aus, alles so richtig schön begrünt. Du hast hier halt ordentlich ausgetobt, was Pflanzen angeht. Dadurch, das ist halt ein Problem, ne? Wenn man zu viel baut, ist halt auch immer schwierig. Man muss halt immer versuchen, mit möglichst wenig Teilen zu bauen, weil so eine Blume ist halt sehr klein, wie ihr seht. Ah ne, das ist jetzt sogar so eine längliche Blume, dann geht's sogar. Zählt dann halt nur als ein Objekt. Ich dachte, es wären jetzt so einzelne Blumen, das wäre halt krass, ne? Schildkrötenhaus, gehen wir mal da rein. Hier war ja auch alles voll, das habt ihr ja vorhin schon gesehen. So, hier geht's rein. Hier sind immer noch viele Schildkröten, ne? Ich habe jetzt auch nicht alle entfernt. Oh, wie cool, die können hier durchkrabbeln. Das ist so ein kleines Ding. Das finde ich nice. Schön mit Glasdach hast du hier gearbeitet. Hier geht's dann auch einmal durch. Echt schade, dass sich die Türen für uns nicht öffnen. Oh, du hast hier sogar dann noch Essensstände und so einen kleinen... Bereich gemacht. Tierfutterzubereitung. Für mich sieht das eher aus wie faule Mitarbeiterraum. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr raus.
Jetzt chillen sie alle. 4 Stück. Aber Hauptsache sporadisch den Besen in der Hand. Damit sie so aussehen, als wenn sie arbeiten. Sehr gut. Und hier sind nochmal Schildkröten. Hier war wirklich auch alles voll mit Babys. Das habt ihr ja gesehen. Also es war echt unglaublich. Das war das Schildkrötengehege. Hast du auch cool mit so einer Mauer umzäunt. So eine Burgmauer. Finde ich eine coole Idee. Genau, hier konnten wir dann auch nochmal lang. Ich glaube, wir haben uns noch nicht verlaufen. Alles noch im grünen Bereich. Wir sprinten jetzt mal wieder hier in diese Richtung und folgen dem Rundgang. Hier geht es nämlich über eine Brücke. Sehr schön gemacht hier, das Geländer. Das gefällt mir, sieht cool aus, auch mit diesem Stroh hier unten. Hier unten hast du so ein bisschen Wasser gemacht. Das ist richtig schön hier. Das Wasser fließt hier runter, fließt dann hier entlang. Sieht toll aus. Ist auch schön gemacht mit den Düsen. Sieht super aus. Dann fließt das hier entlang, fließt da ins nächste Gehege. Oh, da fährt gerade der Zug sogar. Was ist das denn jetzt? Jetzt darf ich wieder warten. Ich sag, ist das eine Gazelle? Ist das eine Gazelle? Ich weiß es nicht. Kann sie nicht anklicken. So, jetzt. Springbok! Ah, nein. Ihr habt mir schon mal erklärt, woran man das, die unterscheidet. Hab ich was wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Sieht aber wirklich schön hier aus mit der ganzen Bepflanzung. Kommen wir da dann gleich noch hin zu den Springbocken? Ja, tatsächlich, okay. Fährt der Zug rüber. Der fährt da voll hoch. Oha. Wo geht's denn da hin? Ist ja ein riesiger Tempel oder sowas. Das ist cool. Ach, das ist das Terrassencafé. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal zu den Ringböcken. Ach, das ist auch begehbar. Du scheinst sehr auf begehbare Gehege abzufahren. Finde ich auch cool. Ist denn so ein Springbock ein gutes Tier für ein begehbares Gehege? Keine Ahnung. Das kann man aber, glaube ich, auch nachgucken, ne? Oh, ist mir zu anstrengend. Kann man irgendwo in diesem Zoo-Wiki... Oh, der will aber gestreichelt werden von mir anscheinend. Na, eigentlich will er nur Futter. Typisch Tier. Der Mensch bildet sich ein, das Tier will Liebe, aber eigentlich will es nur Futter. Ist aber schön, diese ganzen Flussverbindungen, die sich durch die gesamten Gehege erstrecken und auch von dem Wasserfall darunter fließen und so. Das finde ich immer cool. Wenn man wirklich so zusammenhängende Gewässer baut. WTF, was ist hier denn passiert? Hier ist einfach nur so ein Stück Weg, oder was? Ich glaube, das hast du aus Versehen gemacht. Hm. Ja, so diese Holzbarrieren immer zu nehmen, ist natürlich auch immer schwierig, ne? Also ich finde es halt immer schön, wenn man sowas natürlich absteckt. Aber du hast halt relativ groß gebaut, dadurch ist es halt immer schwierig, dann alles einzeln abzustecken. Aber das hast du immer sehr schön gemacht hier mit den... Mit den Bahnstrecken und den Felsen. Okay, jetzt gehen wir mal zum WC und Bistro und dann geht's hoch zum Terrassencafé. Hier haben wir WC und Bistro. Oh, interessantes Gebäude. Das sieht cool aus. Hier oben mit dem geschwungenen Dach. Kann man hier oben rauf und essen? Das wäre ja cool. Schauen wir gleich mal. Oh, hier sind auch noch sehr schöne Plätze zum Essen. Cool. Frag mich ja, ob man da hoch kann. Das wäre mega. Nee, leider nicht. Schade. Ich dachte, da oben sind vielleicht Tische oder so. Das hätte ich mir gut vorstellen können. Da sieht sehr interessant aus. Auch sehr schön bepflanzt. Alles sehr schön grün hier. Also wirklich, du hast dir so viel Mühe gegeben, was die Bepflanzung angeht. Jetzt gehen wir hoch in den Tempel oder das Terrassending. Terrassencafé war es, glaube ich, ne? Bin ich ja mal gespannt. Bahnhof. Ja, Zug fahren werden wir, glaube ich, gleich nicht mehr. Wir werden so alles relativ gut erkunden können. Das hier ist das Café hier. Ich glaube schon, ne? Ah, tatsächlich. Es sind jetzt einige Pressbuden, wo man sich alles Mögliche holen kann. Schöne Deko. Oh, ein sehr schönes Dach mit den Säulen und so hier. Cool. Sieht schon cool aus. Wenn dann so die Sonne da so reinscheint. Auch sehr schön gestaltet und dekoriert. Kann man dann auch rausgucken. Wow, das sieht schon nice aus mit der ganzen Bepflanzung hier. Das sieht wirklich gut aus. Aber man sieht, dass du einen Symmetriefetisch hast. Es ist alles symmetrisch. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich finde den Baustil eigentlich ganz schön. So. Hier geht's wieder raus. Haben wir hier noch? Wir bauen für sie.
Ist denn hier hin? Ach, das ist der Bahnhof. Okay. Hier wäre dann die Zugstation. Hier hinter. Oh, hier haben wir noch wieder ein Tier, wo wir raten können. Okay, da brauchen wir nicht raten. Den haben wir schon 1000 Mal in den Folgen gehabt. Ja, wo ist er? Da. Schreibt mal in die Kommentare, welches Tier das ist. Ich weiß es. Gucken, wer es auch weiß. So, können wir hier raten? Nee, das weiß ich tatsächlich auch. Da dürft ihr auch in den Kommentaren raten. Habe ich euch sogar schon öfter erklärt, woran man die Unterschiede erkennt. Da. Ah, welches Tier ist das? Schreibt's rein. Das habe ich mir mittlerweile gemerkt. So. Sag mal so, wow, guck mal, wie schön das aussieht von hier oben. Holy shit, das ist cool. Diese ganze Bepflanzung. Ich wollte gerade einen Tipp geben für das Tier gerade. Genau. Es ist eins meiner Lieblingstiere, was mir noch fehlt im Planet Zoo. Steckt in dem Namen von dem Tier, was wir gerade gesehen haben. Ich denke mal, das ist ein guter Tipp. Es ist schon cool. Die Strecke geht hier so geschwungen hoch und überall diese Blumen und Pflanzen. Jetzt fährt hier die Lok lang. Wir warten mal ganz kurz. Das möchte ich mir mal eben angucken, diesen wunderschönen Anblick. Okay, nee, das dauert mir zu lange. Ihr seht schon, wenn man einen Zug fährt, ne? Das, nee. Zugfahren ist echt nicht so cool. Okay, hinten ist jetzt auch nichts mehr. Passt schon. Dann gehen wir mal weiter, folgen dem Rundgang. Wir haben hier oben alles gesehen. Rundgang, okay, jetzt heißt es hier runtergehen. Diese wunderschönen... Sieht schon schön aus, ne? Den ganzen Gewässern und Springbrunnen hier. Wow. Sieht halt wirklich toll aus, richtig schön gestaltet. Wieder ein schöner, interessanter Wasserfall. Hier noch diese paar Springbrunnen oder Sprinkler, ich weiß nicht, wie man das nennt. Der anderen Seite genauso. Boah, das ist echt cool. Sieht schon sehr schön aus. Gehen wir mal hier oben rauf. Das ist hier halt so ausgetobt, was Pflanzen angeht. Schon krass. Hier kann man dann sich auch nochmal hinsetzen. Das ist wieder ein Wasserfall. Oh, hier, okay, hier sieht man ein bisschen die Düsen. Hier sind irgendwie Felsen, kann das sein? Das sieht irgendwie komisch aus hier. Hm. Ich glaube, hier fehlen irgendwie Felsen oder sowas. Aber es ist trotzdem sehr idyllisch hier. Diese ganze Gegend. Wirkt schon sehr schön. Okay. Sind wir hier vorhin abgebogen? Keine Ahnung. Ne, hier hinter waren wir noch nicht. Jetzt sind wir hinter dem... Das ist gar nicht der Eingangsbereich, das ist der Bahnhof. Ah, ich verstehe. Hier kann man in den Zug einsteigen. Vorhin waren wir auf der anderen Seite und sind dann hier rechts lang gegangen. Okay. Echt einen großen Zug gebaut. Hier geht es auch nochmal über eine Brücke. Ah, hier kommt man dann da hinten hin, wo wir herkamen. Ja, wo führen denn die zwei verschiedenen Bahnstrecken hin? Das müssen wir auch gleich mal gucken. Fährt der rote Zug überhaupt? Keine Ahnung. So. Rundgang. Rechts, links. Ja, das ist jetzt sehr witzig. Da waren wir schon auf der Seite. Wir gehen mal jetzt hier lang. Er hat sowieso Sachen übersehen, weil der Zoo ist wirklich sehr groß. Krokodile, das klingt doch gut. Bin ja auch schon am Blitzen. Komm, wir gehen erst Underwater Viewing machen. Oh, das ist hier sogar richtig unter Wasser. Cool. Ist hier irgendwo ein Krokodil zu sehen? Nö, leider gerade nicht. Schade. Finde ich cool, dass du es eingebaut hast. Bin ich ja eh großer Fan von. Ich liebe das. Ist nur immer schade, wenn sie sich da nicht zeigen, die Tiere. Aber das ist ja meistens so. Krokodile habe ich übrigens auch viele entfernt, weil du jetzt mega viele Baby-Krokodile. Da merken sich nämlich auch, wie die fliegen. Ah, Ganges-Gaviale sind sogar. Sind aber auch noch einige da, wie ihr seht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier die ganze Familie ausgerottet hätte. Nur 4 Babys, 2 Erwachsene. Hier könnt ihr dann rüberschwimmen. Ah ne, er geht fressen. Ich dachte, er geht ins Wasser vielleicht. Hier waren wir gerade, hier unten drunter. Ah, das Holzding, was wir gesehen haben, ist so eine Rampe für die Krokos. Auch so ein Dom. Cool. Sehr interessant. Und die Wege sind natürlich jetzt noch nicht ganz so schön ausgeschmückt, ne? Ich glaube, das wäre cooler gewesen, hättest du die hier am Rand lang geführt, die Wege. Nicht so mitten drüber. Ich glaube, das wäre ein bisschen cooler gewesen. Weil dann hätte man eine bessere Übersicht, glaube ich. Geht der jetzt da drunter? Dann könnten wir nochmal runtergehen. Wenn er ins Wasser geht. Ich glaube, der geht ins Wasser, Leute. Komm, das lassen wir uns nicht entgehen. So. Komm schon. Du willst es doch auch, Kroko. Ey, jetzt verarsch mich nicht.
Oder enttäusch mich nicht. Oh Gott, ich bin in den Boden geglitscht. Oh, ich hab's geschafft, hier wieder rauszukommen. Okay. Ah, das Krokodil hat mich verarscht, leider. Es ist einfach eingeschlafen. Ja, danke schön. Wenn du jetzt da reingehst, ne? Kroko, mach's nicht. Okay, gutes Kroko. Dann hätte ich mich nämlich aufgeregt. So, hier geht's in den nächsten Dom. Was haben wir denn hier? Auch wieder so ein schöner, runder Dom. Ah, hier haben wir dann Leistenkrokodile. Cool. Auch sehr schön. Haben wir hier auch Underwater Viewing? Werden wir gleich rausfinden. Ich glaube wirklich, die Wege so am Rand entlang wären ein bisschen besser gewesen. Weil so in der Mitte durchschlängeln hat auch irgendwie was, ne? Ich weiß nicht. Wäre beides wahrscheinlich cool. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich hätte es besser gefunden am Rand. Wir gehen auch nochmal hier hin. Ich glaube, hier könnten wir sogar was sehen. Ja, hier sehen wir was. Zwei Babys. Und das Schild auch ein großer. Das ist aber cool, ne? Hier hat man halt schon das Gefühl, richtig nah dran zu sein an den Krokos. Ich liebe Underwater Viewing. Ich mega cool. So, wo sind wir jetzt hier? Ich laufe jetzt einfach mal random weiter. Ich glaube, ich habe den Rundgang Eva vermasselt. Hier geht's zum Elefantenhaus. Das ist auf jeden Fall ein riesiges indisches Haus. Das ist ganz schön viel Indoor gebaut. Nicht schlecht. Elefanten waren übrigens auch sehr viele Babys. Das sieht noch ein bisschen Kali aus, ne? Muss man einfach sagen. Ich glaube, es ist wirklich schon gut, wenn du einfach hier noch so ein bisschen den Boden anpinselst. Das würde schon helfen. Oh Gott, was passiert? Alles okay? What is happening? Wir gehen mal lieber weiter. Ja, sind auch schöne Elefanten. Sind das alles indische? Sind ja auch Africans. Das sind, glaube ich, alles indische. Ich weiß auch gar nicht, ob afrikanische oder indische sich verstehen würden. Auf jeden Fall werden die Elefanten gezwungen, sich abzuduschen, wenn sie raus wollen. Finde ich cool. Hier kann man auch nochmal einige Sachen zu essen holen. Gut, hier fehlen natürlich wieder so ein bisschen die Sitzplätze, ne? Ich meine, du musst mal überlegen, hier sind 1, 2, 3, 4, 6 Läden oder so. Und dann, wo sollen die Leute hin? Weil im Stehen essen ist halt nicht so nice, ne? Hier sind sogar noch mehr Läden, okay. Da muss man halt immer noch so eine Terrasse machen. Was ist denn hier los? Vorne auch. Was machen die Elefanten mit diesen Fässern? Finde ich aber gut, dass es hier auch noch rausgeht. Dann hast du erstmal eine Bowlingbahn aufgebaut. Auch sehr cool. So, gehen wir mal wieder raus. Da waren wir. Rundgang. Der stimmt doch hinten und vorne nicht, oder? Absolut keinen blassen Schimmer. Wir werden 100 pro voll viele Sachen übersehen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich euch den Zoo zur Verfügung stellen darf. Muss ich nochmal nachschauen. Ich habe das vorhin gar nicht in der E-Mail gelesen. Müssen wir mal schauen. Ansonsten kannst du... Hier kommen wir her, okay. Ansonsten kannst du das auch gerne in die Kommentare schreiben, Buzzy. Dann kann ich das auch noch im Nachhinein hochladen. Durchgang. Oh, hier geht's auch noch weiter. Also dein Zoo ist halt schon wirklich... Oder wo kommen wir da her? Das ist das Elefantenhaus. Das ist das Elefantenhaus. Ah, oder? Nee. Das ist ein anderer Tempel. Okay, hier gehen wir mal rein. Bin gleich mal gespannt von oben. Das der Faunentempel oder sowas. Na, wer macht das Gefieder auf für mich? Keiner? Anscheinend keiner. Hier ist wieder ein begehbares Gehege. Das wievielte mag das wohl sein? Ja, da hast du dich wirklich ausgetobt, was begehbare Gehege angeht. Kann man hier rein? Nee, okay. Ist auf jeden Fall nicht geplant. Gehen wir mal den normalen Weg, den ein normaler Besucher geht. Das Gehege sieht an sich auch ein bisschen kahl aus, ne? Kann man einfach sagen. Hier ein bisschen Deko noch, ein bisschen Höhenunterschiede und so. Würde, glaube ich, schon helfen. Hier ist es schon schön angefangen abzustecken mit Felsen, das ist gut. Aber dir wird sicherlich auch viel an den FPS einfach gescheitert sein, dass du nicht mehr weitermachen konntest. Ich glaube, du hast einfach für den Zoo, den du hier geplant hast, zu groß geplant. Weil du halt echt sehr viel bepflanzt hast und so. Hier, einfach Gehege, okay. Was sehen wir denn hier? Oh, hier ist auch noch eine Bootstour. Oh mein Gott. Dein Zoo ist halt riesig. Also wirklich. Das ist echt krass. Oh, hier sind wieder ganz viele Fressensläden.
Oh, hier haben wir taiwanische Schwarzbären. Mit Baby, was da rumklettert, wie süß. Aber auch hier das Gehege. Irgendwie wirkt das noch sehr unfertig und kahl. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass hier so ein bisschen Liebe zum Detail noch fehlt. Also Höhenunterschiede und ein paar Klippen und sowas. Irgendwie fehlt hier was. Aber hier hast du das schon ganz gut gemacht mit dem Ansprühen. Dass du hier so ein bisschen den Boden. Was habe ich denn jetzt hier für Menüs offen? Ne, alles gut. Dass du den Boden hier schon mal ein bisschen angepinselt hast. Das ist ganz cool. Wir bauen für sie. Also, du hattest sogar noch mehr geplant, anscheinend. Oh, die Dinger kann man auch färben? Das wusste ich nicht. Was? Hier haben wir auf jeden Fall Panzernashörner. Wo sind denn die? Da! Da stecken sie. Sehr süß. Ich habe übrigens nicht alle Tiere, also nicht von allen Tieren welche entfernt, nur da, wo es mega auffällig war. Ich habe halt in dieser Sicht geguckt, mit der, wo man die Tiere in grün sieht. Dadurch habe ich halt noch nicht so viel von den Gebäuden und so gesehen. Wollte mich halt nicht spoilern. So. Sieht aber schon cool aus vom Weiten, muss ich sagen, mit diesem Tempel da hinten. Alles so indisch, ne? Vom Stil. Jetzt geht's hier zurück. Ist auch nochmal sehr schön. Oh, da sind nochmal Tiere. Das ist nochmal ein Gebäude für Trampeltiere. So wie es aussieht. So. Hier nochmal ein bisschen essen, trinken. Oh, der ist aber echt riesig dazu, oder? Das ist echt krass. Trampeltier. Let's go. Jetzt auch nochmal runter. Ach, hier ist dann eine Bootsfahrt. Okay, hier ist der Bootsfahrtbeginn. Werden wir jetzt auch nicht machen. Das können wir uns gleich lieber von oben angucken. Ja, hier kann man dann nochmal raufgehen über die Trampeltiere und die schön beobachten. Das Baby rennt gerade weg. Da hinten seht ihr eins. Kamele sind auch coole Tiere, finde ich. So, gehen wir mal rein hier. Was ist denn für Geräusche, ey? Cool. Ja, auch hier fehlen wieder so ein bisschen die Höhenunterschiede, finde ich. Müssen auch nur so minimale sein. So wie hier hinten zum Beispiel. Das finde ich cool. Ich glaube, das solltest du ein bisschen öfter in deinen Gehegen machen. Dann wirken die nämlich alle so ein bisschen natürlicher. Aber so wirkt das immer so richtig mega platt gemacht, so. Hier, sowas. Genau wie hier. Sowas brauchst du, glaube ich, ein bisschen öfter. Ich meine, jetzt hier bei den Trampeltieren geht es sogar noch, aber das meinte ich von... Oh, ist das ein süßes Bild oder ist das süß? Oh. Mama und Baby. Niedlich. Sehr niedlich. Tolle Tiere. Aber jetzt geht es aber schon Richtung Eingang, ne? Vom Empfinden her müsste es jetzt wieder Richtung Eingang gehen. Durchgang. Ach, wir sind sogar am Eingang. Ja. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel verpasst, wenn ich ehrlich bin. Hier noch irgendwas drin? Ach nee. Oh, das ist beleuchtet, glaube ich. Ich würde dir sagen, wir schauen jetzt nochmal von oben und dann schauen wir nochmal bei Nacht. Bin ich ja sehr gespannt. So, das ist hier der Eingangsplaza. Jetzt können wir nochmal auf deine Symmetrie gucken. Wow, wie das aussieht, schon krass, ne? Ich glaube, wir haben aber wirklich nichts verpasst. Wir sind hier links lang gegangen, dann hier hoch, in der Mitte. Hier hinten haben wir was verpasst, oder? Ah ne, das haben wir aber auch vom Weiten gesehen. Das waren nämlich die Elefanten. Die können sich hier nochmal austoben. Aber hier sieht man das ganz gut mit den Höhenunterschieden, ne? Sieht schon ein bisschen kahl aus hier. Ist halt das, was ich meinte. Das sieht schon cool aus hier mit diesen ganzen Blumen und so. Diesem riesigen Tempel. Ist halt schon wirklich beeindruckend hier. Das ist halt sehr groß gebaut und echt viel mit Blumen gearbeitet. Ich will nicht wissen, wie lange du daran saßt. Das war bestimmt viel Arbeit. Aber das sieht echt cool aus hier. Das Wasser fließt hier halt von ganz nach oben, hier runter, bis in die Gehege. Und alles schön bepflanzt und so. Aber halt sehr eckig und symmetrisch alles so, ne? Aber ganz symmetrisch ist es gar nicht. Wir haben aber echt nichts verpasst. Hier hinten war noch irgendwas geplant, aber... Nee, haben wir, glaube ich, nicht verpasst. Hier war das Afrika-Haus. Hier hinten waren wir auch hoffentlich überall. Trampeltiere. War das? Ach, Panzernashörner. Schwarze Bären.
Oh, guck mal hier, der Zug fährt durch den Tempel durch von den Pfauen. In der Mitte durch. Coole Idee. Sehr coole Idee. Elefanten hatten wir auch gesehen. Die haben auch ein riesiges Gehege. Überall hin. Hier sind auch schon wieder random irgendwie Wege gebaut. Wurde das absichtlich gemacht? Hm. Keine Ahnung. Okay, das war's. Schauen wir nochmal ganz schnell bei Nacht, ob es da noch irgendwelche Highlights gibt. Ich bin mal gespannt. Es fällt ja eigentlich immer schon von oben auf. Jetzt irgendwas mega krass beleuchtet ist. Das sieht ja schon mal sehr cool aus mit den roten Lampen hier. Ich bin mal auf den Tempel hier gespannt. Oh, du hast allgemein dir voll Mühe gegeben mit Beleuchtung. Ganzen Straßenlaternen und so. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Ah, der ist leider nicht beleuchtet. Den hättest du noch schön anstrahlen können oder so. Oder kannst du ja noch machen. Du weißt jetzt, wie du deine FPS wieder besser kriegst. Einfach ein paar Tiere entfernen. Das sieht schon cool aus hier, der Eingangsbereich. Nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall schon sehr viel beleuchtet. Das Einzige, was noch fehlt, sind so Scheinwerfer für die Highlights. Jetzt so halt noch alles so beleuchten können und so. Das wäre mega nice. Aber war schon ein cooler Zoo. Hat echt Spaß gemacht, Buzzy. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Buzzy X fandet. Und am besten auch einen guten Namensvorschlag für den Zoo, falls ihr einen habt. Weil der Buzzy, der sucht ja noch einen schönen Namen. Und falls ihr auch mal einen Zoo habt, den ihr einsenden wollt, den ich mal angucken soll, dann könnt ihr das auch tun. Unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.